Wer eine echte Schönheitskönigin werden will, der schrubbt sich natürlich nicht selbst das Fell. Die Kuh von Welt hat dafür Personal. Bekommen, dass die Kühe sauber sehen und dass sie einen etwas Glanz aufbekommen. Damit die Damen im Scheinwerferlicht ordentlich glänzen, geht Babypuder hier wirklich auf jede Kuhhaut. Arubas Besitzer aus dem Landkreis Nienburg weiß genau, warum er mit ihr an den Start geht. Mir ist es wichtig, ein schönes Euter zu haben, schön beadert, gute Beine, weil letztendlich mir als Landwirt ist es wichtig, neben der hohen Milchleistung, wovon wir leben, natürlich eine gesunde Kuh und dadurch auch eine langlebige Kuh zu haben. Thorsten Rust ist schon das vierte Mal bei der Schau der Besten dabei. Ehrgeiz ist natürlich schon dabei, das ist klar, aber es ist, denke ich, der olympische Gedanke zählt, aber auch dabei sein ist alles. Aruba ist erst 2,5 Jahre alt. Sie tritt deshalb heute nur gemeinsam mit ihren Geschwistern in einem Vergleichswettbewerb an und gewinnt. Für ihre Kolleginnen auf der großen Bühne heißt es jetzt Spotlight on, Hufe drücken und ganz cool bleiben. Den Sieg holt sich Mary Rose aus Niedersachsen. Ihr Besitzer kann kaum fassen, dass seine Kuh die schönste ist. Sie kriegt den besten Platz, den wir haben. Sie kriegt alles. Wirklich. Ich kann es nicht in Worte fassen. Das ist der absolute Hammer. Für den Preisrichter war der Sieg eine klare Sache. Für mich eine Ausnahmekuh, die in Top-Form heute war. Eine Kuh mit sehr viel Qualitäten im Euter, aber auch in den Fundamenten. Eine sehr moderne Kuh, wie wir sie alle gerne im Stall haben. Mary Rose genießt ihren Triumph im Konfettiregen und darf ihren mit 2000 Euro dotierten Misstitel jetzt ein Jahr lang tragen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gibt's noch mehr Nachrichten aus eurer Region montags bis freitags um 18 Uhr in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und wenn ihr wissen wollt, was in Niedersachsen und Bremen so alles los ist, dann schaltet auf jeden Fall ein oder schaut euch hier auf unserem YouTube-Kanal um und lasst vor allem auch ein Abo da.